Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen live aus dem Zeiss Großplanetarium. Wir freuen uns ganz besonders, Sie heute begrüßen zu dürfen zu einer ja doch recht einzigartigen Reihe hier bei uns im Planetarium. Es geht nämlich um die himmlischen Partituren mit der heutigen Folge Ein Asteroid namens Beethoven. Und wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind, denn wir werden heute eine ganze Menge gemeinsam machen. Es ist eine Konzertreihe, die die Astronomie und auch die Musik vereint. Und Sie haben natürlich heute auch die Möglichkeit, uns alle Fragen zu stellen, die Sie schon immer mal auf dem Herzen hatten. Ob es um Asteroiden gehen soll oder um Beethoven selbst, wir wollen das natürlich alles in den nächsten anderthalb Stunden für Sie beantworten. Es ist also eine kleine Live-Premiere heute, das Ganze einmal online durchzuführen. Normalerweise findet das eigentlich regelmäßig seit 4 Jahren hier bei uns im Planetarium statt. Heute also das erste Mal als Livestream für Sie. Und ich bin natürlich nicht alleine, wie man sehen kann. Denn neben mir steht Arno Lücker. Er ist nicht nur Dramaturg, Pianist, sondern auch Moderator und auch derjenige, der diese Konzertreihe konzipiert hat. Und ich glaube, Arno, du kannst uns am allerbesten erzählen, worum es bei den himmlischen Partituren geht, oder? Ja, eigentlich, also wir haben uns einen Titel ausgesucht. Erstmal herzlich willkommen von meiner Seite aus, der eigentlich schon alles sagt. Das ist gut, wenn Titel möglichst sprechend sind und möglichst alles schon sagen, dann muss ein Moderator nichts mehr erklären, so wie ich jetzt. Aber du bringst mich halt in diese Situation, okay, dann mache ich das für Sie auch. Himmlische Partituren, da steckt halt Himmel drin, weil wir das im Zeiss Großplanetarium machen. Und Partituren, das ist Notentext, das bilden wir normalerweise auch immer groß ab. Heute sehen Sie ein paar Sachen eingeblendet. Es geht um himmlische Partituren, also um gute Musik. Und da lieferst du mir gleich ein gutes Stichwort, denn ich will Ihnen heute erklären, ich will das Experiment mit Ihnen machen, mal zu erklären, was denn an Beethoven wirklich so gut ist. Also wir feiern ja dieses Jahr 250 Jahre Beethoven, sind aufgrund gewisser Umstände nicht jetzt immer dazu gekommen seit März. Heute machen wir das im Livestream. Und vielleicht fragen Sie sich ja, was ist an der 5. Sinfonie, was ist an der Eroica, was ist an den Violinsonaten? Kleines Stichwort, kleiner Spoiler, eigentlich so toll. Das will ich Ihnen verraten. Und aber wir haben die Veranstaltung halt einen Asteroid namens Beethoven genannt, als kleine Reminiszenz an den ersten Kinofilm, den ich übrigens mit meiner großen Schwester 1990 oder 91 geschaut habe, nämlich Einen Hund namens Beethoven. Den habe ich auch gesehen. Drolliger Film, Bernardina, ich glaube, wir beide mögen ja Tiere sehr gerne, du vor allem Katzen, ich eher Hunde, aber auch Katzen, Wildschweine. Absolut. Sag nochmal zwei andere Pinguine. Tiere. Pinguine sind auch sehr tolle Tiere oder Biber. Biber auch. Biber, ganz tolle Tiere, die können so tolle Sachen bauen. Lassen Sie sich nicht verzetteln, vielleicht moderieren wir aber mal aus dem Tierpark Berlin, wenn die zuschauen, wir würden auch gerne da mal ein Livestream draus machen, oder? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, heute kommen wir erstmal zurück zu Beethoven und Asteroiden. Und du hast es schon angedeutet, es gibt tatsächlich einen Asteroiden, der Beethoven heißt. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern ich werde Sie nachher sogar einmal dorthin fliegen und wir können uns anschauen, wo der sich eigentlich befindet und wie er vielleicht in etwa aussehen könnte. Denn gesehen mit einer Raumsonde hat man ihn noch nicht, aber er wurde tatsächlich schon entdeckt. Man weiß also, es gibt ihn, aber man weiß eben noch nicht, wie er aussieht. Wir werden das alles Ihnen aber nachher einmal zeigen. Und tatsächlich ist es auch so, dass es gar nicht mal so untypisch ist, dass Asteroiden oftmals nach bekannten Persönlichkeiten benannt werden. Mhm. Denn Beethoven ist nicht der einzige, sondern es gibt unzählige Asteroiden, die nach Komponisten, nach Malern, nach Naturwissenschaftlern, nach Künstlern benannt wurden. Aus dem Grund, weil einem irgendwann keine Namen mehr eingefallen sind. Es war damals im 18. Jahrhundert der Fall, als der erste Asteroid Ceres entdeckt wurde, dass es noch so eine Regel gab, dass Asteroiden nach griechischen und römischen Gottheiten benannt wurden. Und vor allem gab es auch die Regel, dass sie alle weibliche Namen bekommen mussten. Zu Recht. Finde ich auch. Aber irgendwann wurden einfach so viele Asteroiden entdeckt, dass den Astronomen die Namen ausgegangen sind. Und deshalb begannen dann die Leute eben, ihnen Namen zu geben, die einfach ein bisschen außergewöhnlicher waren. Eben nach Märchenfiguren, wie beispielsweise der Asteroid Rumpelstilzchen oder aber eben nach Komponisten, nach Musikern. Es gibt den Beatles-Asteroiden und ganz, ganz viele weitere Namen, die es mittlerweile also heute gibt. Wenn Sie selber mal einen Asteroid entdecken sollten, dann würde das Ganze wie folgt funktionieren. Es gibt die sogenannte Internationale Astronomische Union. Das ist eine Gemeinschaft von Astronomen, die sich eben mit solchen Themen unter anderem auseinandersetzen. Und wenn man einen Asteroiden entdeckt hat, dann bekommt der in erster Linie erstmal so einen nüchternen Namen, bestehend aus Buchstaben und Zahlen. Meistens ist da so auch das Entdeckungsjahr, das Entdeckungsdatum mit drin. Und dann muss dieser Asteroid ein zweites Mal von einem
unabhängigen Beobachter nochmal entdeckt werden oder beziehungsweise nochmal beobachtet werden, damit man den wirklich bestätigen kann. Und die Umlaufbahn des Asteroiden, die muss ebenfalls bestätigt werden. Und wenn das der Fall ist, dann hat der Entdecker des Asteroiden auch die Möglichkeit, diesem Asteroiden einen Namen zu geben. Und so war das eben auch beim Asteroiden Beethoven. Auch der wurde eben dann nach dem Komponisten benannt. Und genau, so haben wir heute also unzählige Asteroiden, die nach bekannten Persönlichkeiten benannt wurden. Jetzt hast du uns versprochen, dass wir heute auch natürlich Musik von Beethoven hören werden. Ja. Was gibt es denn dabei heute? Ja, ich habe es ja schon ein bisschen verraten. Ich habe über Violinsonaten gesprochen. Jetzt werden schon einige an den Geräten, an den digitalen Endgeräten sagen, Violinsonaten hat Beethoven gar nicht geschrieben. Richtig, er hat 10 Sonaten für Klavier und Violine geschrieben. Und das ist mein Stichwort, denn ich gehe jetzt von hier zur Bühne. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich bin etwas aufgeregt, denn ich muss heute auch selber spielen. Genau, und diese Werke heißen eben nicht Sonate für Violine und Klavier oder gleich kurz Violinsonaten, sondern die heißen eben von Beethoven so genannt Sonaten für Klavier und Violine. Also hier ist ein Klavier, ich spiele Klavier, aber dazu brauchen wir dennoch eine Violine. Und ich begrüße jetzt einen Musiker, der hat schon ein paar Mal hier auch in unserer tollen Reihe Himmlische Partituren gespielt. Er hat zahlreiche Wettbewerbe gewonnen. Er spielt ganz verschiedene Instrumente. Er spielt Viola, er spielt ein ganz verrücktes Instrument, ein sogenanntes Schultercello, ein Violoncello, das Balla. Geben Sie einfach Sergej Malow bei YouTube ein, wo Sie uns ja sowieso vielleicht drüber hören, und dann werden Sie einige hunderttausend Klicks bei ihm sehen und können da noch ein paar hinzufügen. Meine Damen und Herren, hier ist Sergej Malow. Schönen guten Abend. Normalerweise kriegst du jetzt einen großen Applaus. Sie können zu Hause gerne applaudieren, wenn Sie das mögen. Ich habe schon gesagt, das sind Sonaten für Klavier und Violine. Fühlst du dich jetzt irgendwie benachteiligt oder hast du tatsächlich weniger zu spielen als in so einer virtuosen Sonate für Violine und Klavier? Auf jeden Fall, ja. Man hat viel weniger zu spielen in diesen Klavier-Violin-Sonaten. Der Zeitalter von Paganinis und Chopins und großen Solo-Virtuosen hat noch gar nicht begonnen zu dieser Zeit. Und Klavier war irgendwie ein ganz dominantes Instrument, obgleich Mozart und Beethoven auch selber Streichinstrumente gespielt haben. Für beide war das Klavier eindeutig ein Hauptinstrument fürs Komponieren und fürs Solieren und Spielen. Damals hatte man einen Geiger als Begleiter in das noble Haus zum Beispiel engagieren können. Lesen Sie die Kreuzersonate von Lev Tolstoi, dann da ist genau so ein Begleiter mit der Violine ins Haus gekommen. Heutzutage gar nicht denkbar. Violine ist das Solo-Instrument. Diese Sache ist auch in unserer Konzertpraxis sehr, sehr ungewöhnlich. Auch viele Geigensolisten spielen ihren Geigenpart da wie ein großes Solo, und es gibt sehr, sehr wenig Sinn. Wir versuchen es heute anders. Richtig. Ich habe das vorhin schon gesagt, Beethoven hat 10 Sonaten für Klavier und Violine geschrieben. Die meisten stammen aus der frühen Phase des Komponierens von Beethoven. Nur die Opus 96, die ist von 1812. Ne? Und Sie wissen, Beethoven ist 1827 gestorben. Das sind jetzt also nicht unbedingt Spätwerke, sondern das sind sehr flotte, sehr virtuose, sehr, sehr fröhliche, sehr witzige Früh- bzw. Mittelwerke. Und wir spielen mal die allererste Sonate an, und die sehen Sie jetzt auch im Bild, wenn wir das Bild mal einblenden. Sie sehen einfach nur die ersten zwei Takte. Übrigens, Sie sehen weiße auf schwarz. Das machen wir ja immer so, weil wir sind ja in einem Planetarium, und wenn Sie unsere Reihe mal hier live vor Ort besuchen, wenn es denn toi 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 wieder geht, dann werden Sie sehen, warum wir das machen, weil wir natürlich hier viel mit Dunkelheit arbeiten im Planetarium. Deshalb sind die Noten weiß und der Hintergrund ist schwarz, und das machen wir jetzt für Sie zu Hause an den digitalen Endgeräten auch so. Und wir spielen Ihnen einfach das, was Sie sehen. Sie müssen gar nicht Noten lesen können. Hören Sie einfach zu, was für einen Charakter hat diese erste Sonate, Opus 12 Nummer 1. Hören wir mal. Zwei Takte gehen relativ schnell vorbei. Ein forsches Thema, also kurze Dreiklangsausschnitte im Forte. Dazwischen spannungsvolle Pausen, sehr einfaches Material, aus dem diese erste Sonate gemacht ist.
Es geht überhaupt in allen diesen Sonaten von Beethoven für Klavier und Violine, in fast allen geht es um Humor und Experimentieren. Und Beethoven nimmt das Material, ne? MusikerInnen oder MusikwissenschaftlerInnen sprechen von Material, das am Anfang da so disponiert wird. Denn würden Sie das als Melodie bezeichnen? Nö, eher nicht. Ne? Das ist Material, mit dem man dann arbeiten kann. Es geht um die Frage, was kann ich als Ludwig van Beethoven aus diesem Material alles Aufregendes, Lustiges, Verstörendes vielleicht sogar machen? Kommen wir mal zur zweiten Sonate. Wir gehen jetzt nicht, keine Angst, alle durch, aber da passiert auch was ganz Interessantes. Da sehen wir das auch mal eingeblendet. Zweite Sonate, A-Dur, auch aus dem Zyklus Opus 12, genau wie die erste Sonate, ist in A-Dur Allegro Vivace, also ein ziemlich flottes Tempo wieder. Naja, um Ihnen nochmal zu demonstrieren, dass das wirklich Sonaten für Klavier und Violine sind, spielt jetzt Sergej mal seinen großen Solopart ohne mich. Berauschend, ja, diese Melodie, diese Landschaft, die sich da ergibt. Ne, Sie sehen, da brauchst du ein Klavier für. Es sind Klaviersonaten mit einer Geige, die auch noch dabei ist. Ja. Klingt dann so. Jetzt habe ich so große Töne gespuckt und mich gleich verspielt. Völlig zu Recht, meine Damen und Herren. Zurück zur ersten Sonate. Das ist noch eine sehr klassische Sonate. Ich komme zu der zurück, weil wir die nachher gleich ganz hören. Da gibt es einen Variationssatz, den hören Sie nachher nach dem ersten Satz. Da gibt es ein Thema und dann sehr, sehr unterschiedliche, charaktervolle Variationen drüber. Und im dritten und letzten Satz dieser Sonate, D-Dur, da macht Beethoven etwas, und ich habe es ja schon gesagt, etwas sehr Witziges und etwas sehr Ungewöhnliches. Denn er macht etwas, was er in seiner späteren Laufbahn immer wieder gemacht hat. Er setzt Markierungen, also Sforzati, also plötzliche Lautspielungsanweisungen, so der Fachbegriff, an sehr ungewöhnliche Orte. Ich spiele ihn mal, weil ich fange das alleine an, ne? Das sind Sonaten für Klavier und Violine. Ich spiele ihn das mal so, wie man das vielleicht normalerweise erwarten würde. Also Sonate, Opus 12 Nummer 1, letzter Satz, erste Takte. Klingt aber so mit den Anweisungen Beethovens. Das heißt, er setzt immer auf ungewöhnliche Zählzeiten so ein Sforzando. Und dadurch wird es mitreißend, irritierend und man hört einfach noch ein bisschen lieber zu. Das macht er natürlich nicht nur in seinen Violinsonaten, sondern auch in seinen Sinfonien. Sie kennen vielleicht die große S-Dur-Sinfonie Nummer 3, die Eroica, die er erst Napoleon gewidmet hatte, dann war er sauer auf den wegen bestimmter Gründe und hat die Widmung wieder gestrichen. Ganz, eine ganz berühmte Anekdote. Und auch in dem ersten Satz dieser berühmten Eroica-Sinfonie gibt es einen eingebauten Fehler. Also Sie haben vielleicht schon mal etwas von der Sonatenhauptsatzform gehört. Es gibt ein Thema, ein zweites Thema, dann wird das verarbeitet und dann kehrt das Ganze groß, majestätisch, majestoso zurück. So auch hier. Aber bevor das Thema zurückkehrt, lässt Beethoven zwei einsame Hörner in der Landschaft das Thema schon antizipieren. Das kommt, als wenn die sich vertan hätten. Ja? Und wenn sie schon mal in einem Orchester gespielt haben und setzen falsch ein und man hört das auch noch, das ist sehr peinlich und danach ist immer eine Runde Bier oder ein anderes, auch nicht alkoholisches Getränk fällig. Wir hören mal genau diesen Ausschnitt und Sie sehen hoffentlich auch genau dieses Bild aus der Eroica und hören Sie mal auf diese zwei Hörner, die nach ein paar Sekunden falsch einsetzen, aber nicht falsch, weil Beethoven hat es genau so gewollt. Thank you.
Vielleicht hören Sie es zu Hause noch ein paar Mal an. Man muss es wirklich wissen. Aber wenn Sie im Konzert live sitzen würden, es wird Ihnen irgendetwas komisch vorkommen. Und genau darauf hat es Beethoven abgesehen. Beethoven will Sie überraschen, ja, meist im positiven Sinne. Und genau diese Späße, die treibt Beethoven auch eben in seinen Sonaten für Klavier und Violine, habe ich schon angedeutet. Es gibt noch ein besseres Beispiel, wo es wirklich wie falsch klingt, aber halt absichtlich so komponiert. Dazu brauche ich wieder unseren lieben Sergei. Und zwar in der sogenannten Frühlingssonate, die fünfte Sonate, macht er im dritten Satz etwas, naja, also ich spiele los, klingt sehr nett, sehr flott, und dann setzt der Geiger an und man denkt so, nee, du spielst falsch, du hängst hinterher. Ja, das klingt so. Ist aber natürlich so notiert, wie Sie auch sehen. So, jetzt spielen wir diese erste Sonate für Klavier und Violine, D-Dur Opus 12 Nummer 1 ganz. Die hat Beethoven zusammen mit den anderen Sonaten, Opus 12 sind insgesamt drei, 1797 und 1798 komponiert, war also damals gerade mal 27 bzw. 28 Jahre alt. Sie sehen die Sätze auch immer eingeblendet. Machen Sie sich schön zu Hause, öffnen Sie eine Dose Chips oder ein Glas Erdnüsse, wie Sie wollen, oder eine, wie hat man bei Didi Halle vorhin gesagt, eine Flasche Pommes. Ludwig van Beethoven, Sonate für Klavier und Violine Nummer 1, D-Dur, dauert ungefähr 20 Minuten. Viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Das war sie, die erste Sonate für Klavier und Violine von Ludwig van Beethoven. Ja, und jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen fassen, denn wie Sie gehört haben, hat das Klavier tatsächlich eine Menge zu tun in diesem Stück. Christine hat uns ja vorhin schon erklärt, dass es den Asteroiden Beethoven tatsächlich gibt. Ich selber bin ja ein astronomischer Laie, wie man vielleicht auch schon gemerkt hat, an diesen Rumdrucksungen zu Beginn. Und Christine ist da die absolute Expertin. Denn ich verwechsel zum Beispiel immer Kometen und Asteroiden und ich weiß auch gar nicht, wie groß jetzt so ein Gesteinsbröckchen sein muss im, ich weiß auch nicht genau, Quadratmeter, Kubikmeter. Ich habe Physik abgewählt in der 11. Das war auch sehr gut. Mein Lehrer, Herr Schoris, liebe Grüße, wahrscheinlich schon tot, war sehr erfreut, dass ich die Physik abgewählt habe. Deshalb fragen wir mal Christine. Christine, kannst du uns vielleicht nochmal erklären, was ein Asteroid ist und wie wir vielleicht sogar zu dem Asteroiden Beethoven hinkommen, dank deiner reisetätigen Mithilfe? Das können wir natürlich machen. Und weil wir im Planetarium sind, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, mal genau dorthin zu reisen, wo es Asteroiden auch gibt. Wir starten damit natürlich bei unserer Erde. Und man hört natürlich immer so oft, dass Asteroideneinschläge vorausgesagt werden oder der nächste Asteroid schon auf dem Weg ist, um auf der Erde einzukrachen. Das Ganze ist natürlich schon öfters tatsächlich auch passiert auf der Erde, das wissen wir, glaube ich, alle. Und ich möchte Ihnen einmal zeigen, wo diese Asteroiden eigentlich herkommen. Und dafür müssen wir ein ganzes Stück weiter hinaus reisen, denn es gibt Asteroiden in unserem ganzen Sonnensystem. Und es gibt ganz unterschiedliche Asteroiden, die sind auch unterschiedlich weit entfernt von der Erde. Zum Beispiel gibt es die sogenannten erdnahen Asteroiden. Die sind in der Regel, wenn dann innerhalb der Erdbahn oder außerhalb der Erdumlaufbahn, die sind in der Regel auch gerade mal so um die 5 Kilometer im Durchmesser groß. Und es gibt natürlich auch solche Erdbahnkreuzer. Das sind also Asteroiden, die unserer Erde tatsächlich auch mal gefährlich werden können. Wenn wir aber mal ein bisschen weiter rausfliegen, und zwar so weit, dass wir das ganze Sonnensystem hier vor uns sehen, Sonne in der Mitte, drumherum sehen Sie unsere 8 Planetenbahnen, dann gibt es hier zwischen der Mars- und der Jupiter-Umlaufbahn einen Bereich, den nennen wir den Asteroidengürtel. Und in diesem Bereich, dort befinden sich tatsächlich 90% der Asteroiden, die wir heute kennen. Die sind in der Regel im Durchmesser unter 1000 Kilometer groß. Wir kennen mittlerweile circa 1 Million Objekte oder wir vermuten zumindest, dass sich dort circa 1 Million Objekte in diesem Asteroidengürtel befinden. Entstanden zum einen mit dem Sonnensystem gemeinsam aus einer Urwolke heraus und dann später eben durch Kollision größere Asteroiden sind dort eben immer mehr Asteroidenbrocken letzten Endes entstanden. Die sind nicht unbedingt gleichmäßig verteilt, denn man sieht hier noch außerhalb des Asteroidengürtels den Jupiter, den größten Planeten unseres Sonnensystems. Und Jupiter mit seiner riesigen Gravitation, starken Gravitation, führt dazu, dass eben diese Asteroiden nicht auf gleichmäßigen Bahnen hier um die Sonne kreisen. Er führt übrigens auch dazu, dass Asteroiden nicht zu Planeten wurden. Das ist auch ein Einfluss des Jupiters gewesen. Und es gibt aber auch hier draußen im Sonnensystem Objekte, die stammen aus einem anderen Gebiet. Und dafür müssen wir noch ein Stück weiter rausfliegen, denn der Asteroidengürtel ist nur ein Bereich. Wenn wir noch ein bisschen weiter rausgehen, dann gibt es hier hinter der Neptun-Umlaufbahn, also der äußersten Planetenumlaufbahn, den sogenannten Kuipergürtel. Das ist der äußere Bereich, in dem sich noch Planeten befinden sozusagen. Das ist ungefähr 60 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Und hier draußen hat man bisher um die 100.000 Objekte entdeckt, also 100.000 Asteroiden, aber eben auch Kometen. Und jetzt wird es eben spannend, was ist der Unterschied zwischen Asteroiden und Kometen? Man hat herausgefunden, dass es hier eben Himmelskörper gibt, die bestehen aus wenig flüchtigen Stoffen. Und es gibt Himmelskörper, die bestehen aus sehr, sehr vielen flüchtigen Stoffen.
Wir wissen vielleicht alle, Asteroiden bestehen meistens aus Stein und auch aus Eisen, haben vor allem sehr, sehr wenig flüchtige Stoffe. Bei Kometen ist es ein bisschen anders. Die bestehen hauptsächlich auch aus Eis, auch aus Stein ganz, ganz oft, aus gefrorenen Gasen. Aber im Vergleich zu Asteroiden besitzen Kometen sehr, sehr viele flüchtige Stoffe. Was heißt das genau? Wenn jetzt also so ein Komet aus diesem Kuipergürtel, den man hier sieht, in Richtung inneres Sonnensystem reist und dann an der Sonne vorbei, dann fängt das Eis auf diesem Kometen an zu verdampfen. Der Staub, der wird mitgerissen und es entsteht der bekannte Kometenschweif. Vielleicht hat das auch der ein oder andere in diesem Jahr mal gesehen. Wir hatten den Kometen Neowise am Himmel. Mehrere Wochen lang konnte man den wunderbar erkennen. Und genau das ist eben auch der Unterschied. Bei Asteroiden kann man diesen Schweif nicht sehen, weil sie eben wenig flüchtige Stoffe haben. Und bei Kometen ist das eben genau andersherum der Fall. Es gibt ganz, ganz weit draußen, wenn wir noch einen Schritt weiter hinaus uns wagen, noch einen Bereich in unserem Sonnensystem, und zwar die sogenannte Oortsche Wolke. Und das ist im Grunde ein Bereich, der wurde bis heute eigentlich noch nie direkt beobachtet. Aber man vermutet, dass sehr, sehr viele Kometen, man nennt sie auch ganz gerne schmutzige Schneebälle, aus diesen Bereichen stammen. Man sieht das hier jetzt auch gut eingeblendet. Also all diese hellen Punkte, das sind jetzt hier keine Sterne oder irgendwas, sondern das soll die Oortsche Wolke darstellen. Also ganz, ganz viele Kometen im äußersten Bereich des Sonnensystems, die sich eben auch ab und zu im inneren Sonnensystem verirren und man sie mit ein bisschen Glück auch mal am Himmel mit diesem hell leuchtenden Schweif letzten Endes erkennen kann. Ich habe Ihnen aber versprochen, wir wollen uns natürlich auch mal in Richtung Asteroiden hineinwagen, dorthin, wo wir beispielsweise auch den Asteroiden Beethoven finden. Vorher möchte ich mit Ihnen aber einen ganz kurzen Abstecher bei einem Asteroiden machen, über den wir tatsächlich schon eine ganze Menge herausgefunden haben. Man muss ja immer bedenken, wir wissen zwar oder wir vermuten, dass es Hunderte, Tausende, Millionen an Asteroiden gibt, aber alle davon haben wir natürlich noch nicht untersucht mit Hilfe von Raumsonden. Einen dieser Asteroiden möchte ich Ihnen mal zeigen, und zwar befindet er sich auch im Asteroidengürtel, und zwar trägt er den Namen Vesta. Und Vesta sehen wir hier einmal, das ist er. Vesta wurde im Jahr 1807 entdeckt. War tatsächlich der vierte Asteroid, der im Asteroidengürtel gefunden wurde. Der hat in etwa eine Größe von so 500 Kilometer im Durchmesser. Also wenn man das so vergleicht mit unserem Mond beispielsweise, der ist schon ganze 3500 Kilometer im Durchmesser groß. Vesta ist der drittgrößte Asteroid im Asteroidengürtel, den wir bisher entdeckt haben. Man sieht auch hier sehr, sehr gut, dass er unglaublich viele Einschlagskrater besitzt. Einer der größten ist tatsächlich 400 Kilometer groß im Durchmesser. Und man hat mit Hilfe einer Raumsonde, und zwar der Raumsonde Dawn, zwischen 2011 und 2012 diesen Asteroiden genauer untersucht. Man hat unter anderem herausgefunden, dass er einen Eisenkern besitzt, dass er einen Mantelgestein hat, es Basalte auf seiner Oberfläche gibt. Und man hat auch herausgefunden, dass er um die 4 Jahre benötigt, um einmal unsere Sonne zu umkreisen. Es ist also ein Objekt, das wir bereits sehr, sehr gut kennen, welches sich im Asteroidengürtel also befindet. Vesta, eines davon. Wir begeben uns jetzt aber mal zu dem Himmelskörper, um den es heute eigentlich auch geht. Und zwar habe ich Ihnen versprochen, wir fliegen zu Beethoven. Und Sie werden gleich sehen, ob Beethoven sich sehr stark von Vesta unterscheidet. Tatsächlich muss ich natürlich dazu sagen, es gibt bisher noch keine wirklichen Aufnahmen von Beethoven. Das, was Sie hier sehen, ist wirklich nur ein Modell. So könnte er also in etwa aussehen. Er ist auch relativ rund. Man sieht auch hier und da mal so ein paar Einschlagskrater. Aber wirklich sagen, wie er aussehen könnte, das kann ich natürlich noch nicht. Was ich aber weiß, oder was wir bisher wissen, ist, dass Beethoven aus Deutschland heraus entdeckt wurde, und zwar aus Heidelberg im Jahre 1932, und zwar von Karl Wilhelm Reinmuth. Und man hat
mittlerweile auch bemessen, wie groß er in etwa ist. Man schätzt ihn auf etwa 30 Kilometer Durchmesser. Man hat auch schon herausfinden können, dass Beethoven 6 Jahre benötigt, um einmal die Sonne zu umkreisen. Und er ist, wie gesagt, ein Beispiel dafür, dass Entdecker Asteroiden eben nach bekannten Persönlichkeiten benennen. In diesem Fall eben nach dem Komponisten Ludwig van Beethoven. Wir sind gespannt, ob es in nächster Zeit vielleicht noch ein paar mehr Informationen über diesen Asteroiden gibt. Vielleicht wird auch mal eine Raumsonde dorthin reisen. Ich würde es mir wünschen. Und Arno, du hast uns ja auch versprochen heute, nachdem wir uns diesen Asteroiden mal angeschaut haben, dass du uns erklärst, was eigentlich so das Besondere an Beethovens Musik ist, oder? Ja, und dieses Versprechen möchte ich auch sehr, sehr gerne einlösen, denn wie du vielleicht weißt, halte ich meine Versprechen. Oder wie Lothar Matthäus sagen würde, ein Arno Lücker hält seine Versprechen. Also er würde es dann bezüglich Lothar Matthäus sagen. Kurz noch das Thema Fußball untergebracht, meine Damen und Herren. Hattest du eigentlich Ceres erwähnt? Ceres habe ich nicht erwähnt tatsächlich. Was ist denn eigentlich Ceres? Ceres ist auch ein Asteroid gewesen. Tatsächlich ist er der erste Asteroid gewesen, den man im Asteroidengürtel entdeckt hat. Und zwar 1801 war das. Und dann hat man aber irgendwann festgestellt, dass Ceres eigentlich kein Asteroid ist, sondern man hat ihn plötzlich zu den Kleinplaneten oder sogar Zwergplaneten gezählt. Zwergplaneten sind auch nochmal ein spannendes Thema. Machen wir beim nächsten Mal. Ich frage nur nach Ceres, weil du hattest mich irgendwann mal drauf angesprochen und 1801, da klingelte es halt bei mir, denn 1801 war Beethoven 31 Jahre alt und hat unter anderem das 2. Klavierkonzert in B-Dur zu Ende komponiert. Und das spielt gleich noch eine Rolle. Ich will aber erstmal das Lothar Matthäus ähnliche Versprechen hier einlösen, dass ich erkläre, also aus meiner Sicht, warum Beethoven so ein toller Komponist war. Und das mache ich an einem erstmal sehr bekannten Beispiel. Also so ein bisschen habe ich es ja schon skizziert. Also Beethoven schreibt sehr überraschende Musik, Musik, zu der wir vielleicht nicht unbedingt immer gerne zuhören, aber die uns irgendwie provoziert und also zum Zuhören provoziert. Das ist ja auch eine gute Sache, ja? Wenn Sie einen Roman lesen und der seiert so dahin, schöne Landschaftsbeschreibungen, nette Leute, dann denken Sie vielleicht irgendwann, boah, mir ist so müde, ja? Aber wenn es da wirklich so Twists gibt, so komische Turns, irgendwie, die Sie überhaupt nicht vorausgeahnt haben, dann bleiben Sie wahrscheinlich dran und Ihre Müdigkeit ist wie weggeflogen. Bei Beethoven ist es so, er hat ganz verschiedene Taktiken, ihr Interesse zu erfassen, ihr Interesse zu wecken. Ich habe schon gesagt, ich habe etwas über Betonung auf merkwürdigen Zählzeiten erzählt. Es gibt noch eine zweite Taktik, die er anwendet. Sie alle kennen den Anfang der 5. Sinfonie. Keine Angst, ich spiele das jetzt nicht. Ja, das ist auch im Musikunterricht so durchgekaut. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Also nachdem Tatatata und Tatatata zu Ende sind, passiert Folgendes, spiele ich ihn gleich auf dem Klavier in der Transkription von Liszt. Ich spiele ihn das mal, wie viele nicht so gute Orchester, liebe Grüße, ja, das spielen. Achten Sie auf die anschwellende Lautstärke. Also häufig wird es eben so gespielt, nach Tatatata und Tatatata. Mal den Unterschied, wie Beethoven da mit Lautstärke umgeht. Ich versuche es jetzt sozusagen dem Beethovenschen Original etwas näher zu rücken. Es wird erst ganz kurz vor knapp wird es lauter. Erst da schreibt Beethoven tatsächlich auch das Crescendo hin. Also erst bei diesem Bam. Bam. Ne? Klingt auf dem Klavier dann doch ein bisschen besser als von mir als sehr schlechten Sänger gesungen. So, und jetzt bitte ich nochmal unseren wunderbaren Sergej Malow auf die Bühne, denn bei einem folgenden Beispiel brauche ich ihn auch unbedingt. Und zwar, wir spielen gleich die C-Moll-Sonate Opus 30 Nummer 2. Das ist die 7. Sonate, ne? 7. von 10 Sonaten. Und da macht Beethoven am Anfang des letzten Satzes etwas ganz Ähnliches. Was hat Beethoven eben sozusagen gemacht, also beziehungsweise vor 200 irgendwas Jahren? Er setzt das Crescendo an eine sehr merkwürdige Stelle, wo es plötzlich so eine jähe Geste gibt, so als wenn ganz kurz vorher irgendwie erst die Stimme lauter wird. Ja? Und
Das macht Beethoven am Anfang der C-Moll-Sonate, letzter Satz, eben auch. Ist, manchmal auch gespielt wird, wenn Sie manche Aufnahmen auf YouTube anhören. Wir spielen es einmal sozusagen mit einem zu frühen Crescendo. Die Musik lädt dazu wirklich ein, also schon sehr früh anzurollen. Ja. Und schon ist der schöne Effekt verschenkt. Ja. So, ein weiteres Beispiel, Sergej, du kannst nochmal von der Bühne gehen. Entschuldige bitte, ich brauche dich gleich unbedingt, nämlich wenn wir die ganze C-Moll-Sonate hören. Wir gehen noch ein bisschen tiefer in die Materie. Und zwar, jetzt ging es vorhin um Betonung, ne? Also bei... Und jetzt ging es um Crescendi, also um komische Stellen, bei denen die Musik Beethovens plötzlich lauter wird und uns wirklich erschreckt, ja. Wie so ein Hui-Buda-Schlossgespenst. Das ist aber erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts erfunden worden, falls Sie das jetzt googeln oder so. Ich möchte zurück zu Opus 11. Also wir haben ja vorhin Opus 12 Nummer 1 gehört, da bietet sich Opus 11 an. Opus 11 ist das sogenannte Gassenhauer-Trio. Das ist für Klarinette, Violoncello und Klavier. Also nicht Violine, ne? Die müssen Sie wieder rauskürzen, sonst wäre es ja kein Trio. Trio sind nämlich immer drei, hat mir Christine beigebracht. Die kann nämlich ganz gut mit Zahlen und so, ich nicht. Das heißt Gassenhauer-Trio, dieses Stück, weil im letzten Satz ein vermeintlicher Gassenhauer aus der Zeit von Beethoven von einem Komponisten Josef Weigel da variiert wird. Und das hat so etwas Gassenhauerisches, also eine Melodie, die man nachpfeift. Diese Melodie hat allerdings auch den Nachteil, dass sie einen ziemlich schnell auf den Senkel geht, weil sie etwas sowas Auftaktiges hat, was halt immer wieder kommt. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass ein Komponist wie Beethoven sich vornimmt, darüber Variationen zu schreiben und diese Nervigkeit im Thema hat, dann können Sie sich vielleicht auch schon denken, was Beethoven damit dann vorhat. Wir hören mal das Thema. Weitergehen, bis es einen wirklich irgendwann nervt. Ne? Da-da-da-dam-dam-da-da-da-dam-dam. Ja? So als wenn man so passiv-aggressiv so einen Kinderreim seinem Vierjährigen einprügelt. Ja? Das will man ja nicht. Ja? Aber so sind Eltern halt manchmal. Wir sind ja in Prenzlauer Berg, also Sie kennen das vielleicht selber. Was macht Beethoven in der ersten Variation? Er lässt das Thema komplett weg. Und schreibt dem Klavier eine potenzielle Begleitung vor. Also wenn Sie das Thema da drüber setzen, das passt genau hin, aber das Thema kommt nicht vor. Es gibt nur Begleitung. Wir hören die Variation 1. Total dreist. Also Sie müssen sich die Zuhörer da so um 1800 vorstellen, also die ZuhörerInnen, ja, die sitzen da und ne, dieses Thema von Josef Weigel, der vermeintliche Gassenhauer, ist erklungen und dann kommt diese erste Variation. Und dann könnte man jetzt erstmal denken, die ZuhörerInnen von damals waren verärgert, aber sie waren auf jeden Fall so von Beethoven am Schlawittchen gepackt, am Schlawittchen des Zuhörenmüssens geradezu, ja, dass sich das immer ausgegangen ist. Beethoven überrascht. Ja, wenn Sie den Abend zusammenfassen wollen, warum, Arno Lücke hat es erklärt, ist Beethoven so gut? Beethoven überrascht. Das ist die extreme Kurzform des Ganzen. Jetzt macht Beethoven mit diesem Thema noch was anderes. Er lässt nicht nur in der ersten Variation einfach mal dreist das Thema weg, sondern er kehrt relativ am Schluss das Thema um, setzt es von B-Dur nach G-Dur. Es hat ein bisschen was miteinander zu tun, aber nicht ganz so viel. Man erwartet es nicht unbedingt. Also er setzt das Thema, dieses auftaktige Gassenhauer-Thema, von B-Dur nach G-Dur und verzerrt es rhythmisch, irritiert es rhythmisch. Klingt so. Ich hoffe,
Sie haben auch die richtige Grafik gehört. Ich habe es nämlich dem Regisseur nicht immer angesagt, dass die nächste Grafik kommt. Deshalb, jetzt käme das Bild 10 mit dem Klavierkonzertthema. Und vielleicht müssen wir da jetzt ein bisschen vorspulen, weil ich es einfach ein bisschen verpeilt habe. Ich hoffe, Sie haben die richtigen Noten gesehen. Ansonsten halten Sie sich einfach die Augen zu und hoffentlich haben Sie auch eine gute Anlage im Hintergrund oder hören das über ein Smartphone Ihres Herstellers oder Ihrer Herstellerin. Das macht also Beethoven am Ende des Gassenhauer-Trios. Das Thema kommt in einer völlig anderen Gestalt und auch einer völlig anderen Tonart wieder. Und ganz ähnlich auch im zweiten Klavierkonzert. Das nämlich genau im Jahr der Entdeckung von Ceres, was Christine so schön noch ergänzt hat, komponiert wurde. Beziehungsweise Beethoven hat es 1788 angefangen und dann 1801 zu Ende geschrieben. Deshalb ist es eigentlich das erste Klavierkonzert, wird aber als zweites gezählt. Fun Fact, falls Sie mal brillieren möchten in geselliger Runde, ab 30. November ist das vielleicht wieder erlaubt, wir wissen es nicht. Wir hören mal das Klavierkonzertthema, letzter Satz, also Klavierkonzert Nummer 2, letzter Satz, Rondo, beginnen. Und das ist schon ziemlich tricky gemacht. Also es ist relativ locker, flockig, lecker leicht. Das glaube ich aus irgendeiner Joghurt-Werbung der 90er. Schon dieses Thema überrascht in seiner Anlage, weil es ist ja nicht so. Sondern. Also schon da liegt eine per se eine Irritation rhythmischer Art vor. Und das Lustige ist, dass Beethoven im späteren Verlauf dieses Satzes genau das gleiche macht wie im Gassenhauer-Trio. Witzigerweise auch von B-Dur nach G-Dur. Denn, ich habe es gesagt, also normalerweise würde man erwarten. Aber es ist halt. Aber ganz am Ende kommt das tatsächlich. Das hören wir mal. Ganz toller Moment, ja, wo dann tatsächlich diese Kuckucksrufe auftaktig funktionierten und nicht mehr auf die Zeit. Und jetzt am Ende waren wir dann schon wieder zu Hause bei dem ursprünglich bekannten, ja, also von dem etwas, also leicht körperlich oder sangesmäßig eingeschränkten Kuckucks. Da muss man heute vorsichtig sein, was man sagt. Jetzt bitte ich nochmal meinen lieben Sergej Malow auf die Bühne, denn wir hören gleich diese ziemlich virtuose, also noch virtuosere C-Moll-Sonate Opus 30 Nummer 2. Und ich hatte ja vorhin, und jetzt schließen wir sozusagen den Beethovenschen Erklärkreis, den Erklärbärkreis oder Erklärbärinnenkreis, denn auch hier geht es um Fehler, um komponierte Fehler. Ja? Also klingt ja so ein bisschen, als ob es mir ausgerutscht wäre. Ja? Ist es auch vorhin in der Interpretation, aber das war unfreiwillig. Den Rest hat Beethoven hingeschrieben. Wir hören mal erstmal so die ersten paar Takte des ersten Satzes dieser C-Moll-Sonate und dann erkläre ich was weiter. Jetzt hören Sie mal, wie das dann im späteren Verlauf der Durchführung klingt, als ob wir aneinander vorbeispielen würden, und zwar voller Wildheit und als ob wir aufeinander sauer wären, dass der andere nicht richtig spielt. Also so rhythmisch versetzt, irgendwie auch ein Kanon. Es wird dann auch tatsächlich ein Kanon draus, aber erstmal ist das Ganze so zerrissen, ja, dass man denkt, irgendwie Beethoven muss wirklich sehr, sehr sauer gewesen sein. Wir wissen nicht mehr genau auf was, können es uns aber denken, lesen Sie einfach gute Biografien oder googeln Sie.
Also all das gehört zu den Geheimrezepten Beethoven, mit denen Beethoven seine Musik spannungsvoll macht. Nicht unbedingt schön, also schön, das war ihm kein Begriff in diesem Sinne, sondern spannungsvoll, irritierend, verstörend, lustig und wirklich haarsträubend wild. Wie diese C-Moll-Sonate. Bevor wir jetzt aber diese C-Moll-Sonate hören, gehe ich nochmal von der Bühne, halte den Abstand ein, meine Damen und Herren, und gehe zu meiner lieben, guten Freundin und Kollegin Christine Linde. Denn wir haben sie ja aufgefordert. Ich weiß nicht, ob sie dir nachgekommen sind oder ob sie uns enttäuschen, meine Damen und Herren. Sie sollten ja Fragen stellen zu Beethoven, beziehungsweise zu Asteroiden. Jetzt werde ich irgendwo hingeschickt. Genau, wir müssen ja auch vielleicht zu sehen sein. Bin mal gespannt, was für Fragen da kommen, ob ich diese Fragen beantworten kann. Christine konnte ja wahrscheinlich schon googeln und hat gefaked. Wollen wir mal gucken. Habe ich überhaupt nicht, denn tatsächlich haben wir ein paar Fragen bekommen. Wow. Aus der Community. Das ist wirklich nicht vorbereitet. Kannst du das nochmal sagen unseren ZuschauerInnen? Ja. Wir haben gerade ein paar Fragen nämlich aus dem Chat abgeschrieben. Und zwar gehen die tatsächlich alle an dich. Wow, vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie haben mich nicht enttäuscht. Ich habe auch allerdings ein paar Leuten vorher Bescheid gesagt. War mir klar. Ja. Nee, die erste Frage ist, und zwar, wie alt war Beethoven, als er seine erste Sonate geschrieben hat? War er jung oder alt? Das ist erstmal eine Definitionssache. Also Christine, du bist zum Beispiel jung. Aber Beethoven war noch jünger, als er diese Sonate geschrieben hat. Nämlich, ich habe es auch vorhin erwähnt, da wurde nicht aufgepasst, ja. Das gibt natürlich ein paar Abzüge in der B-Note. Er war 27, 28 Jahre, als er diese erste Sonate geschrieben hat. Okay. Ich hoffe, damit bist du zufrieden. Wir haben noch eine viel spannendere Frage, wow, wenn ich das so sagen darf. Die ist ziemlich lang sogar. Und oh zwar Gott. Folgendermaßen. Wusste Beethoven vom ganzheitlich harmonischen Weltbild? Und wenn ja, spiegelt sich das in seinen Werken wieder? Das ganzheitliche harmonische Weltbild, da meint er wahrscheinlich die Sphärenharmonie, die, glaube ich, schon von den alten Pythagoreern entwickelt wurde. Ja, da die Frage kann ich eigentlich super cool an dich weitergeben, Christine. Ich weiß aber nicht, ob Beethoven das wusste. Also ich denke mal, also das wurde ja auch durch Johannes Kepler, glaube ich, irgendwie verbreitet. Es war ihm wahrscheinlich bewusst, aber ich glaube, es bedeutete ihm nicht wirklich was. Also Beethoven hatte bei durchaus wichtigen auch Musiktheorielehrern, Albrechtsberger zum Beispiel, ich glaube, Johann Georg Albrechtsberger Unterricht, und bei dem hat Beethoven vor allem so Fugen-Kontrapunktunterricht bekommen. Das ist ganz interessant, weil Beethoven sich sehr, sehr an der Fugenform abgearbeitet hat. Zu sehen zum Beispiel an der großen Fuge für Streichquartett oder an dem letzten Satz der Hammerklaviersonate, Opus 106 B-Dur. Da können Sie sehen, wie dieser Theorieunterricht sozusagen Beethoven eigentlich traumatisiert hat, weil so ein richtiger Fugenspezialist war er nicht, weil es nicht zu seiner Ästhetik passt, zu dieser wilden, zerrissenen Ästhetik. Ich glaube nicht, dass er sich groß mit diesem sphärenharmonischen Weltbild beschäftigt hat. Man müsste mal recherchieren, das ist vielleicht ein ganz interessantes Thema, wie das so in Wien um 1800, ob das den Leuten, den MusiktheoretikerInnen der Zeit ein Begriff war und was das denen bedeutet hat, ja. Machen wir auf jeden Fall mal und dann schreiben wir euch die Antwort einfach zurück. Wir recherchieren einfach mal. Genau. Wer noch mehr Fragen hat, kann die natürlich weiterhin gerne in unseren Chat posten. Dann beantworten wir die natürlich. Und ich glaube, damit sind wir auch schon beim letzten Stück angelangt. Genau, wir sind mit dem Sprechteil sozusagen des Ganzen fertig. Wir können vielleicht nur darauf hinweisen, die Reihe himmlische Partituren, die gibt es ja sonst sozusagen auch in analoger Form. Das heißt, Sie können also toi 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 auf Holz geklopft. Hier ist, das ist irgendwie nicht aus Holz. Hast du irgendwo Holz? Der Flügel ist aus Holz. Ja. Ne? Dann klopf ich das versuchen wir jetzt nicht. Das machen wir nicht. Am 17. Dezember wäre oder ist hoffentlich die nächste analoge Live-Ausgabe, zu der Sie hierher kommen können, ins Zeiss Großes Planetarium in der Prenzlauer Allee 80. Super S-Bahn-Verbindung. Da machen wir eine Veranstaltung. Das ist die einzige, die wir jedes Jahr zu gen Weihnachten wiederholen. Die heißt, die hieß mal der Stern von Bethlehem. Jetzt heißt die Star of Bethlehem's Shining Bright, weil dieses... weil diese Liedzeile in dem Titelsong von Home Alone, von Kevin allein zu Hause, auch ein toller Film, in deinem Geburtsjahr übrigens entstanden. Ja, ich weiß sogar. Jetzt muss man googeln, dann weiß man, wie alt Christine Linde ist, wie toll ist das denn. Genau. Das spielen wir zum Beispiel, also wir spielen alternative Weihnachtslieder und mein lieber Kollege Dr. Jürgen Rino wird erklären, welches Sternenphänomen oder welches Planeten, welches Himmelsphänomen möglicherweise diese ominösen heiligen drei Könige gesehen haben. Wir werden das simulieren. Wir können hier mit diesem Zeiss-Projektor sozusagen in alle Zeiten zurückfahren und sehen eine Konstellation, die wirklich sehr, sehr besonders ist. Ich will nicht zu viel spoilern. Dazwischen machen wir weihnachtliche Musik, aber keine Angst, keine Stille Nacht, kein Odo Fröhliche, sondern eher so Musik, also weihnachtliche Musik aus anderen Ländern, Filmmusik, John Williams und so weiter. Kommen Sie gerne dahin am 17. Dezember.
Ich habe aber gehört, dass du morgen bereits wieder aus Sendung bist. Während ich schön ausschlafe, musst du um 20 Uhr schon wieder live hier moderieren. Schade, was gibt es denn? Nein, um 20 Uhr, genau, gibt es nämlich den nächsten Livestream bei uns. Ich freue mich schon sehr und wir werden uns morgen mit den Leoniden auseinandersetzen. Wenn Sie also Lust haben, schalten Sie wieder ein auf dem YouTube-Kanal der Stiftung Planetarium Berlin und auf Facebook natürlich auch. Es geht um die Leoniden. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz zum Schluss gibt es jetzt natürlich noch ein letztes Stück von euch. Genau, die Sonate für Klavier und Violine Nummer 7, C-Moll, Opus 30 Nummer 2. Vielen Dank an Sergei Malow schon mal. Vielen Dank an dich, vielen Dank an das Team. Vielen Dank an Sie, dass Sie zugeschaut haben. Ich war auch ganz okay, muss jetzt allerdings noch ein bisschen arbeiten. Schalten Sie morgen um 20 Uhr wieder ein auf diesem YouTube-Kanal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. Alle Beteiligten. Ja.